Moin zusammen und herzlich willkommen zum ersten langen Querformat-Video zum Thema Lesen und Bücher auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr. Nämlich dachte ich mir, ich zeige euch mal meine Bücher, die ich im Januar gelesen habe. Das sind nämlich ein paar. Und dann dazu noch die Hörbücher, die ich gehört habe. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen von euch Inspiration dabei. Am besten fangen wir direkt mal an. Das erste Buch heißt Durch das große Feuer von Alice Wynn. Kleine Anmerkung, ich werde jetzt in dem ganzen Video nur die Inhaltsangaben aus den Büchern vorlesen, weil ich dazu tendiere, sonst das ganze Buch wiederzugeben und jegliche Spoiler rauszuhauen. Und das will ich euch ersparen, deswegen werde ich jetzt nur hier das vorlesen, was im Buch drin steht, vorne oder hinten, je nachdem. Okay, ich lese es dann mal vor. Der Krieg fühlt sich für Henry Gaunt und Sidney Elwood noch weit weg an. Mit 17 sind sie zu jung, um sich zu melden. Außerdem ficht Gaunt seinen eigenen heimlichen Kampf aus. Seine alles verzehrende Verliebtheit in seinen besten Freund, den verträumten poetischen Elwood. Als Gaunts deutsche Mutter ihn bittet, sich als Offizier in der britischen Armee zu melden, um die Familie vor Spionageverdacht zu schützen, verpflichtet sich Gaunt erleichtert seinen überwältigenden Gefühlen, für Elwood entkommen zu sein. Die Front ist schrecklich und obwohl Gaunt versucht, Elwood davon abzubringen, sich ihm auf dem Schlachtfeld anzuschließen, eilt Elwood bald zu ihm, angetrieben von seiner Liebe zu den griechischen Helden und seinen romantischen Vorstellungen vom Krieg. Einmal in Schützengräben haben sie den Tod täglich vor Augen und jeden Moment können sie die Nächsten sein. Durch das große Feuer ist ein fesselnder Roman über die verheerenden Tragödien des Krieges, aber auch die ergreifende Geschichte zweier Menschen, deren bedingungslose Liebe alle Hindernisse überwindet. Ich habe dem Buch 4,5 von 5 Sternen gegeben in meinem Book Journal und ja, kann es daher sehr empfehlen. Kommen wir zum nächsten Buch und zwar Wilde Stille von Rayna Wynn. Vielleicht kennt jemand von euch die Autorin, das ist nämlich die von dem Salzpfad, steht sogar da drauf hier. Und genau, ich kann gleich mal vorwegnehmen, ich habe 2 Bücher von ihr gelesen, auch noch Überland, weil ich den Salzpfad, das habe ich letztes Jahr gelesen, so schön fand. Deswegen dachte ich mir, komm, die anderen beiden aus der Reihe lese ich mir auch noch durch. Und ja, ich lese direkt mal vor, was hinten drauf steht. Der Salzpfad geht weiter. Rayna und Marv, seit 30 Jahren ein Paar, haben auf ungewöhnliche Weise eine schwere Lebenskrise bewältigt. Sie sind zu einer monatelangen Wanderung auf Englands berühmtesten Küstenweg aufgebrochen. Jetzt haben sie wieder ein Zuhause und doch fällt Rayna die Rückkehr in den Alltag schwer. Da bietet ihnen ein Unbekannter seinen Hof an. Noch einmal das Risiko eingehen, alles zu verlieren? Auf gar keinen Fall. Doch allen Bedenken zum Trotz wird das Landleben ihr neues Lebensprojekt. Aus der Nähe zur Natur schöpft sie Zuversicht und Vertrauen und Kraft für ein weiteres Abenteuer. Dem Buch habe ich 4,1 von 5 Sternen gegeben. Und direkt dazu passend das nächste, ich lese auch direkt mal weiter. Zu Fuß durch das schottische Hochland, durch eine faszinierend schöne, unberührte, aber auch unwirtliche Landschaft, fernab allen Komforts. Für Rayna und Marv ist dies ein alter, lang gehegter Traum. Als sie ein paar Jahre zuvor mit Marvs schwerer Erkrankung im Gepäck Heimat und nahezu mittellos auf dem Southwest Coast Path unterwegs gewesen waren, hatte das Wandern sie zurück ins Leben gebracht. Sie übernahmen einen Hof in Cornwall und Rayna schrieb an ihrem ersten Buch. Doch Marvs Erkrankung schreitet voran und da brechen sie erneut auf und wandern weiter, als sie es jemals für möglich gehalten hätten. 1600 Kilometer vom äußersten Norden Großbritanniens bis nach Cornwall, ihre Heimat. Wird es ihnen erneut gelingen, die Angst in Hoffnung zu verwandeln? Dem Buch habe ich 4,7 Sterne gegeben. Das war mein Monats-Favorite und ja, ich kann es dementsprechend sehr empfehlen. Genau, das waren die ersten 3 Bücher. Und ich merke gerade, es macht mir richtig Spaß, dieses Video aufzunehmen und auf jeden Fall soll in Zukunft mehr solcher Videos kommen. Ich habe ja schon so ein paar Shorts hochgeladen, diese Kurzvideos, was ich immer so monatlich was ich immer so wöchentlich lese, genau. Und ja, wenn alles klappt, könnte ich mir auch vorstellen, dieses Format, also was ich monatlich lese, dann auch jeden Monat aufzunehmen. Also folgt mir gerne hier auf YouTube, das würde mich sehr freuen. Genau. Kommen wir zum nächsten Buch.
Jetzt merke ich hier gerade, Sonne kommt raus, es ist wunderschönes Wetter draußen. Aber jetzt bin ich hier komplett dunkel und ich hoffe, es müsste gehen. So, genau, jetzt passt das. Ja, kommen wir zum nächsten Buch von James Baldwin, Giovannis Zimmer. Das ist schon ein sehr altes Buch, also nicht nur diese Ausgabe, die ist von 1987. Und dann auch das Buch selbst, das ist nämlich aus den 60ern. Genau, und da ist die Beschreibung hier nicht abgedruckt, sondern habe ich jetzt gerade mal online rausgesucht. Keine Liebe ist jemals unschuldig. In Paris der 50er Jahre lernt David, amerikanischer Expat, in einer Bar den reizend überheblichen, löwenhaften Giovanni kennen. Die beiden beginnen eine Affäre und Verlangen und auch Scham brechen in David los wie ein Sturm. Dann kehrt plötzlich seine Verlobte zurück und David bringt nicht den Mut auf, sich zu outen. Im Glauben, sich selbst retten zu können, stürzt er Giovanni in ein Unglück, das tödlich endet. Ja, ein sehr starker Roman. Dem habe ich 4,3 Sterne gegeben von 5. Genau, kommen wir zum nächsten Buch, was ich vollständig gelesen habe. Danach folgen noch zwei, die ich angefangen habe, aber im Januar nicht mehr ganz geschafft hatte, sondern halt in den nächsten Monat den Februar mitnehme. Also irgendwie die Belichtung. Seht ihr mich noch? Hallo? Das nächste Buch heißt Das Haus meiner Eltern hat viele Räume. Vom Loslassen, Ausräumen und Bewahren von Ursula Ott. Fand ich auch sehr augenöffnend an manchen Stellen. Und ja, ich lese am besten direkt mal vor, um was es hier geht. Wir sind viele. Wir sind Söhne oder Töchter, die inzwischen in ihren 50ern unterwegs sind. Also ich nicht, ich bin in meinen 20ern, aber trotzdem. Wir sind die geburtenstärksten Jahrgänge der Nachkriegszeit. Wir heißen Babyboomer. Als wir in die Schule kamen, waren die Klassenzimmer der Schulen oft zu klein. Wenn wir an die Uni kamen, quetschten sich bei der Einführungsvorstellung tausende Studierende auf die Heizung und unter das Waschbecken des Hörsaals. Und als wir dann selbst Kinder bekamen, hatte wiederum niemand die vielen Nachkommen von uns Geburtenstarken vorhergesehen. Es gab viel zu wenig Krippenplätze. Und jetzt, da wir unsere Kinder irgendwie durch defizitäre Bildungssysteme geschleust haben und hinaus in die Welt schicken, jetzt hat unsere Generation eben dieses eine Thema. Was wird aus unseren altgewordenen Eltern? Und was machen wir mit deren Zuhause? Ich lese am besten gleich nochmal hinten, was draufsteht. Abschied nehmen, aber wie? Das Elternhaus, es ist zu groß geworden für die alt gewordenen Eltern. Es steht vielleicht weit weg vom Leben, Lieben und Arbeiten der Kinder, die in der Mitte ihres Lebens eigentlich genug mit sich selbst zu tun haben und jetzt doch entscheiden müssen. Was machen wir mit dem Ort unserer Kindheit? Wie verabschieden wir uns von unserem alten Zuhause in Würde? Was muss weg und was kann bleiben? Dem habe ich 4 von 5 Sternen gegeben, trotzdem. Sehr, sehr cool. Jetzt, bevor ich zu den Hörbüchern komme, noch die beiden Bücher, die ich im Januar angefangen hatte, aber jetzt noch im Anfang Februar in den Tagen jetzt zu Ende lese. Einmal von Hans-Josef Ortheil, Was ich liebe und was nicht. Was ich auf jeden Fall liebe, ist diesen Autor. Und ja, genau, der Titel ist, glaube ich, selbsterklärend. Ich lese trotzdem noch mal kurz vor, was hier drin steht. Hans-Josef Ortheil erzählt von seinen Lebensthemen. Entlang zentraler Stichworte wie Wohnen, Reisen, Essen und Trinken, Film, Jahreszeiten oder Musik geht er den vielfältigen Facetten einer literarischen Lebenskunst auf den Grund. Diese Passionen werden nicht nur beschrieben, sondern auch nach ihrer Herkunft und vor allem danach befragt, was sich hinter ihnen verbirgt. Warum hasst Ortheil Frühstücksbuffets? Und warum hört er beim Schreiben ausschließlich Klaviermusik aus den Zeiten vor 1750? Wieso gefällt ihm eine so spröde TV-Sendung wie das Alpenpanorama? Und warum wird er wohl nie nach Japan reisen, vielleicht aber einmal ein Buch über Japan schreiben? Also bisher, ich bin, naja, wie man sieht, noch nicht allzu weit auf Seite 75 von 360. Aber bisher finde ich es ganz cool. Genau. Und ja, das letzte Buch, was ich angefangen hatte im Januar, wo ich jetzt ungefähr bei der Hälfte bin, wenn man das hier so sieht. Das ist von Ian McEwan, Kindeswohl. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, dann werde ich wohl das vorlesen, was hinten drauf steht. Oh wow, was ein Fail.
Ich habe gerade wirklich 10, 15 Minuten einfach weitergeredet, habe den Inhalt vorgelesen von dem letzten Buch und dann auch wirklich alle Hörbücher durchgesprochen, den Inhalt, alles. Und jetzt, wo ich fast fertig bin, habe ich einfach gemerkt, es hat nicht mehr aufgenommen. Ich hatte irgendwie kurz pausiert gehabt, aber nicht mehr weitergemacht. Ach ja, okay, fürs erste Video ist das in Ordnung. Dann machen wir jetzt nochmal weiter mit der Inhaltsangabe von diesem Buch. Da war ich, glaube ich, genau. Oh Mann. Also, Fiona May ist eine angesehene Richterin am High Court in London. Bekannt für ihre Gewissenhaftigkeit. Mit ihrem Mann Jack, einem Geschichtsprofessor, ist sie seit mehr als 30 Jahren verheiratet. Harmonisch, wenn auch in letzter Zeit vielleicht ein wenig distanziert. So fällt Fiona aus allen Wolken, als er ihr eröffnet, dass er ihren Segen für eine außereheliche Affäre will. Genau in diesem Moment wird ihr ein eiliger Fall vorgelegt. Ein 17-jähriger Junge, der an Leukämie leidet, benötigt dringend eine Bluttransfusion. Aber seine Eltern, Zeugen Jehovas, lehnen das aus religiösen Gründen ab. Genauso wie er selbst. Doch ohne Transfusion wird er qualvoll sterben. Fiona bleibt für ihr Urteil weniger als 24 Stunden. Kann sie jetzt inmitten ihres emotionalen Tumults ihre kühle Professionalität bewahren? Eine brisante Geschichte über den Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft, Glaube und Ratio. Ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt schon erzählt hatte, aber auf jeden Fall bin ich bei der Hälfte des Buchs und kann es jetzt schon sehr empfehlen. Also mal gucken, wie das so ausgeht. Ich will nicht spoilern, aber ich finde es bisher richtig, richtig gut. Genau. Ja, aber jetzt kommen wir zu den Hörbüchern. Da habe ich eine Trilogie erstmal gehört, also die Kopenhagen-Trilogie. Das sind drei Titel, die jeweils so 3 bis 5 Stunden gehen, ungefähr. Also man hätte auch alle drei in ein Hörbuch packen können, das wäre dann ein dicker Wälzer gewesen. Es passt auch so. Dementsprechend habe ich dann da 3 Hörbücher gehört. Also von Tove Ditlevsen, das erste Hörbuch heißt Kindheit. Ich blende es auch alles nochmal hier ein, man das Cover nochmal sieht, weil ich es jetzt nicht vorzeigen kann, weil ich es online gehört habe und nicht als CD oder sowas. Wie intensiv kann ein Leben sein? Tove Ditlevsen schreibt über ein Frauenleben, ihr eigenes, so bewegend und universell wie niemand sonst. Kindheit erzählt vom Aufwachsen in Kopenhagen, 1920er Jahre, in einfachsten Verhältnissen. Tove passt dort nicht hinein. Ihre Kindheit scheint wie für ein anderes Mädchen gemacht. Die Mutter ist unnahbar, der Vater verliert seinen Job als Heizer. Zusammen mit ihrer Freundin, der wilden Ruth, entdeckt Tove die Stadt. Aber eigentlich interessiert sie sich für die Welt der Bücher und hat den brennenden Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Und dafür ist sie bereit, alles hinter sich zu lassen. Genau, das war der erste Teil. Dann der zweite Teil geht direkt weiter. Jugend erzählt von der Zeit, in der Tove sich voller Energie ins Leben stürzt. Mit 14 Jahren verlässt sie die Schule, beginnt in Kopenhagen eine Reihe von kleinen Jobs anzunehmen. Arbeitet als Dienstmädchen und Bürogehilfin. Sie schlägt sich durch. Mit 17 zieht sie bei ihren Eltern aus, geht tanzen, lernt Männer kennen und die Möglichkeit, ein eigenes Buch zu veröffentlichen, rückt in greifbare Nähe. Das Porträt einer jungen Frau, die entschieden ins Leben zieht. Und Nummer 3. In Abhängigkeit ist Tove gerade mal 20 Jahre alt und schon als Schriftstellerin berühmt. Aber ahnungslos, was ihr an Höhen und Tiefen noch bevorsteht. Im Kopenhagen der 1940er Jahre erlebt sie Affären, den Rausch der Bekanntheit, die Angst, als Künstlerin zu versagen, Schwangerschaftsabbrüche, Mutterschaft, Sucht. Es wird immer deutlicher, wie sehr sie darum kämpfen muss, frei zu sein und frei zu bleiben. Abhängigkeit ist das eindringliche Porträt einer Frau, verletzlich, souverän, eigenständig. Genau. Ich fand alle drei richtig gut. Also wenn ich dem Gesamten mal eine Wertung geben würde, dann wären es, sagen wir, 4,8. Das bringt einen wirklich zum Nachdenken. Und am besten, wenn ihr das auch hören wollt, hört euch am besten alle drei an. Ich kann es, wie gesagt, euch sehr ans Herz legen. Ja, das nächste Hörbuch, Dear Evan Hansen. Davon gibt es auch einen Film, den habe ich auch schon geschaut. Und von diesem Film aus kam ich überhaupt auf das Hörbuch, weil ich diesen Film halt wirklich so, so schön fand. Also eines meiner Lieblingsfilme. Und von daher, das Hörbuch fand ich genauso schön. Also würde ich 5 von 5 Sternen geben. Diese ganze Geschichte hat mich einfach berührt. Und ja, ich
Also das ist wirklich eine Empfehlung, die ich jedem ans Herz legen kann. Achso, Inhalt folgt jetzt auch noch. Eine unbedachte Lüge, ehrliche Gefühle und die Frage danach, was wirklich zählt. Ein nie für die Öffentlichkeit bestimmter Brief lässt Evan Hansen als besten Freund seines toten Mitschülers Connor erscheinen. Dieses Missverständnis eröffnet dem Außenseiter Evan die Chance, endlich dazuzugehören. Plötzlich steht er im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sogar der von Connors attraktiver Schwester. Doch der Preis für die Lüge ist hoch. Sein Geheimnis kann jederzeit auffliegen. Und dann würde er nicht nur alles verlieren, sondern müsste sich seiner größten Herausforderung stellen. Sich selbst. Ach, einfach toll. Ich hatte natürlich beim Hören immer den Film vor Augen gehabt, weil ich mir den zuerst angeschaut hatte. Aber ich glaube, wenn man das Hörbuch zuerst hört, hat man nochmal so eine eigene Geschichte vor Augen. Und das ist meiner Meinung nach bestimmt auch richtig schön. Aber der Film, wie gesagt, als kleine Filmempfehlung, hier habt ihr sie. Genau, kommen wir zum vorletzten Hörbuch. Nehme ich noch auf? Ja, okay. Und zwar von Ewald Ahrens, Der große Sommer. Friedrich ist 16 und ein lausiger Schüler. Weil seine Versetzung gefährdet ist, soll er für die Nachprüfungen lernen. Den ganzen langen Sommer über. Während seine Familie in den Urlaub ans Meer fährt. Als wäre das nicht genug, soll er ausgerechnet bei seinem Großvater unterkommen, den er bis vor ein paar Jahren noch siezen musste. Friedrich ist entsetzt. Sein einziger Trost ist Beate, das Mädchen in dem flaschengrünen Badeanzug, das er an einem der letzten Tage vor den Ferien im Freibad kennenlernt. Und allen schrecklichen Ahnungen zum Trotz wird der Sommer unvergesslich und wird Friedrichs Leben für immer verändern. Dem würde ich 4,7 Sterne geben von 5. Auch sehr schön. Hat zwar nicht so ganz gepasst, im Januar jetzt so einen Sommerroman zu hören, aber vielleicht auch gerade deswegen hat es gepasst, so ein bisschen Sommergefühle reinzubringen in die Kälte. Ja, ein Hörbuch fehlt noch. Und ich merke gerade, macht richtig Spaß, also so die Hörbücher darüber zu reden und auch euch Empfehlungen auszusprechen. Und ja, ob ich schon gesagt habe, weiß ich nicht. Ansonsten sage ich es gerade nochmal. Ich möchte in Zukunft auf jeden Fall mehr solcher Videos machen. Also nicht nur Shorts, nicht nur diese Kurzvideos, sondern auch wirklich diese Langformat-Videos. Ja, von daher folgt mir gerne hier auf YouTube, abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Und ja, schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob ihr im Januar was gelesen habt und wenn ja, was. Vielleicht gibt es ja da auch Bücherempfehlungen für mich, für euch, für alle, die das lesen. Können wir auf jeden Fall da in den Kommentaren was sammeln. Fände ich echt schön. Das letzte Hörbuch, was ich beendet habe, heißt Mr. Panacers Heim für magisch Begabte von T.J. Klune. Und die Inhaltsangabe lautet wie folgt. Linus Baker ist ein vorbildlicher Beamter. Seit Jahrzehnten arbeitet er in der Sonderabteilung des Jugendamts, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Linus' eintöniges Dasein ändert sich schlagartig, als er das Waisenhaus eines gewissen Mr. Panaces genauer unter die Lupe nehmen soll. Kaum dort angekommen, stellt Linus fest, dass Mr. Panaces Schützlinge eher etwas speziell sind. Einer von ihnen ist möglicherweise sogar der Sohn des Teufels. Eher widerwillig lässt er sich auf dieses magische Abenteuer ein und erfährt dabei die größte Überraschung seines Lebens. Ach, das Hörbuch war wirklich schön gemacht. Also so ein bisschen was anderes von dem, was ich sonst so lese, weil so Science-Fiction-Fantasy-mäßig ist sonst nicht so meine Schiene. Aber bei dem Hörbuch hat es mich dann doch gecatcht. Also genau, und ich habe mir lustigerweise von dem gleichen Autor für den nächsten Monat, also für Februar, ein weiteres Hörbuch vorgenommen. Ich finde es gerade nicht, ich blende es einfach mal hier ein, dann wisst ihr, was ich meine. Ich hoffe, ich habe alles gesagt jetzt, was ich sagen wollte. Ich habe kein Buch vergessen, kein Hörbuch vergessen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Auflistung meiner Bücher und Hörbücher. Vielleicht war ja was für euch dabei, was ihr auch lesen oder hören möchtet. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann mal schreibt. Wenn ihr davon was gelesen habt oder gehört habt. Soweit verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zugucken, auch bis zum Ende. Bewertet das Video gerne, wie ihr möchtet. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne lest oder was ihr euch für Videoformate bezüglich so des Lesens wünscht. Also in Zukunft wird es weiterhin diesen Wechsel geben aus dann Lese-Content, Buch-Content und auch Lost Place-Content, weil ich das auch weiterhin sehr liebe und mache. Und dann sonst irgendwie so was vom Leben, I don't know, wie sich das hier so entwickelt, da bin ich selbst sehr gespannt und ja,
Genau, hier sind noch weitere Videos verlinkt. Irgendwo hier. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Habt einen schönen Februar. Macht's gut.